Baby dreht sich im Geländer. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Er kann sich schon drehen. Und dabei in die Hand im Mund nehmen. Die ganze am besten. Aber sie liegt viel auf dem Bauch. Sie mag das irgendwie eigentlich. Naja, das ist so geht's vorwärts. Rücken geht nicht vorwärts. Ja, meistens mögen wir das gar nicht so. Naja. Ja. Die Stirnfalte. Ah, oh, eine Zunge und Unterlippe. Bis gleich. Bis dann. Die Milka Kuh. Die Milka Lila Kuh. Wird heute geschickt. Das könnte sogar sein, dass der Dynamo funktioniert. Ja, denke ich. Wie gesagt, der Scheck muss abgearbeitet werden. Und im Scheck enthalten sind nun mal diese ganzen Service-Sachen. Also sprich, auch einstellen, ne, der Sachen. Alle Schrauben festziehen. Alles überprüfen hier, Felgen zum Beispiel überprüfen, das dann aufschreiben. Ne? Lagerspiel überprüfen. Alter klappert abmachen, alle Benzels abmachen, so was hier, was hier alles stört und klappert. Alter ab. Alter kaputt ist, ist alles mit drin. Da kann man sagen, sehr hoch, das ist ja hoch hier. Das muss ein bisschen was machen sozusagen dafür. Das ist nicht so einfach. Aber hier austauschen, das ist eine Reparatur. Wenn das gemacht werden muss, ist es eine Reparatur und kommt einfach nur auf der Liste. Wenn ihr hier nicht so viel bezahlen möchtet, nehmt dann eine Liste mit. Und da steht dann drauf, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Dann kann er ja abhaken. Wenn er 15 Euro mal wieder übrig hat, sollen sie kommen, dann machen wir einen Zug neu. Wenn die nächsten 15 Euro da sind, machen wir den nächsten Zug neu. Ja, echt. Hey. Nur Kramschauer, der funktioniert auch sonst immer. Ja. Dann guckst du halt nach dem Aufpumpen, ob der irgendwo wollt. Wenn der wollt, musst du das auch noch aufschreiben. Ja, so eine Sache. Ja. Ich auf die Seite. Lagerspiel überprüfen. Da sieht man zum Beispiel, die Gabel ist verbogen. Ja. Wenn du unten am Steuersatz guckst. Weißt du, wenn du jetzt hier so unten am Steuersatz guckst, siehst du, da taucht die Lagerschale ein. Mal andersrum. Ja. Normalerweise ist sie noch andersrum. Hinten kommt sie raus. Dann weißt du, der Gabelschaft ist verzogen. Also die wird ja vermutlich auch nicht original sein. Obwohl, nee, doch, das ist die Original. Mann. Achso, na gut. Bei sowas ist nie die Kamera dabei. Das ist ja auch peinlich für die Kunden. Wenn jemand kommt mit mir, vorne Licht funktioniert nicht. Das ist schon so lange so. Zeig mal, nochmal. Nö. Wieso nicht? Das ist doch bloß die Masse. Na, ich weiß ja nicht, was du wo angeschlossen hast. Na, Masse auf die Masse und... Masse auf die Masse. Warum hast du nicht einfach nur das eine Kabel gezogen? Ich glaube, das verrostet hier die Birne. Das Licht muss fest installiert sein und daran kann man es erst anschließen. Ne, weil es halt vorher halt funktioniert hat, deswegen hat mich das gerade ein bisschen gewundert. Ja, wenn es einen Wackelkontakt hat, ist ja klar, hat ja einen Wackelkontakt, hat aber beim ersten Mal auch nicht funktioniert. Dann muss das halt erstmal auf alle Fälle alles fest, alles blank,
alle Teile blank hier. Das ist ja hier ruck nicht quasi. Hast du mal hier schon unten Dings für mich? Hm? Die Pfeile? Die habe ich wieder angelegt. Okay. Ich halte immer rum. Hier ist alles verrostet. Das komplette Ding hier. Und das muss man halt irgendwie richten. Rost leitet keinen Strom. Genauso hier oben halt. Biegst du raus, bist sauer. Wo soll da Strom rankommen sozusagen? Dann nimmst du den lieber komplett, legst den rein, legst ihn direkt an die Glühbirne ran und das war's. Weil das kannst du vergessen mit dem Plättchen. Wenn du noch eine Windung brauchst, kein Problem, ist sie noch da. Ich muss das mal hinkommen hier in das Ding. So. So, komm rein. Feuer frei. Jawohl. Also, Rost. Rost. Alles weg. Hollandrad Hinterrad, 36 Euro, sag ich, Schlauchwechsel. Da sagt sie, oh, was, das war 20 hier beim Nachbarn vorgestern. Ich sag, na, bei uns fällt es dafür aber anscheinend länger. Nee, das war das Vorderrad. Ich sag, ach so, das Vorderrad, 20 Euro, kostet bei uns nur 16. So, und dann gleich machen. Lampe. Und dann gleich machen, sofort machen. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Kannst du 18 Uhr abholen? Oh, nee, das geht nicht. Tut mir leid. Wenn sie jetzt hier zu Radlust, wo ich gesagt habe, ist ein bisschen billiger bei Radlust, dann sagen sie hier im November abholen. Na gut, dann schneiden wir uns noch 10 cm ab. Wir haben mehr als 10 cm heute. Naja, 20 ungefähr. Ja, aber so. Hast du mal überprüft, ob es nochmal funktioniert hier? Ja, ja. Ja, okay. Nicht, dass das nur so ein. Dass der Dynamo dann doch Aussetzer hat. Ja, da war sie jetzt dann enttäuscht. Konntest du auch mit ihrem bezaubernden Lächeln und den langen blonden Haaren nichts machen? Tut mir da jetzt noch einer dran. Könntest du nicht gleich machen? Nee. Das ist natürlich. Ständer fest. Ständer ist auch locker. Mann, ihr seid locker. Das wird hier hinten nochmal auseinandergenommen, nochmal gespannt. Das ist klar. Die Kette wird nochmal leicht gereinigt und gefettet, vernünftig. Dabei natürlich. Klingel funktioniert, Griffe sind fest, Sattel muss sich bewegen. Aber da meinte sie ja, ja, es wurde erst vor kurzem gemacht, sieht ja nicht danach aus. Da wollte ich mich drauf verlassen. Mal eine Sache, die funktioniert, fast auf Anhieb. Ist doch schön. Gerade bei Licht. Gerne ihn um. Muss ich jetzt hier echt noch mal Luft ablassen? Nur um das Hinterrad wieder rauszukriegen? Das ist richtig einstellen.
10 Zentimeter sollte ja wohl reichen. Hey, das ist keine... Warte mal. 1 Zentimeter nur? Mehr? Der hat mehr, oder? Mehr, oder was? Ja, na, die hat 1 Zentimeter mehr Länge. Die hat 36, die hat 37. Ja, aber da ist mehr als ein Zentimeter Platz im Ausfallende noch gewesen hinter, hinter der Achse. Weil die lenkt sich ja noch, du musst die nochmal spannen. Du hast ja jetzt nur das erste Mal gespannt. Stimmt. Nicht, dass du zweimal jetzt den Arbeitsschritt machst. Du machst den so, das wird zu knapp, glaube ich. Ja, das sind aber 2 cm, wa? Ja doch, das sind 2 cm. Das könnte klappen. Ja. Ja. Hause ran. Los weg den Scheiß. Da musst du natürlich gegen vernünftige Schrauben tauschen, ne? Ja. Was nicht unbedingt schlimm ist. Nochmal Rücklicht abbauen. Ja, ein Vorteil. Ja, genau. ja. Nee. Musst du nicht. Wieso? Na klar, ich hab da hier das Kabel rumgewickelt. Ach so, dann könntest du jetzt da rausziehen, aber dann musst du ja eben das andere wieder drum wickeln, oder? Genau. Na moin. Hallo. Ich suche einen Fahrradschlauch. Was denn für ein Fahrrad oder welche Größe? Rennrad. Rennrad, 28 Zoll. Genau. Haben Sie sowas? Ja. Cool. Und am besten auch so, damit ich den sofort reparieren kann. Also so mit Pfeil. So geil, die Bremse. Okay, bis dann. Glaskapelle war und mich dann hingesetzt mit der Zitrone, habe die erstmal geschildert mit einer Apelsine und habe dann in die einzelnen Filets im Mund gesteckt, nach 3 Minuten nach Ruhe. Der Lenker steht nicht mittig drin. Wollen wir das rüber machen? Der ist zu weit rechts. Ja, wenn der nicht ganz mittig ist, dann muss er natürlich mittig gemacht werden. So wollen die Menschen sich ihre Körperdeformation spannen. Aber der passt gut, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob der gut passt. Ja, ich hole das zu steil. Du musst das mal sehen, wenn das steht. Weil nee, nee, das steht ja, ich habe schon geguckt. So, der muss leicht. Zu steil kann man ja auch ändern. Fährt jetzt zu dir hin, der Lenker. Naja. Warte, müssen erstmal locker machen. Aber, Tommy, wenn du gerade hier bist. So,
Du hast kaputt gemacht. Ich krieg's ja nicht gelöst. Ja, dann nehmen Sie mal mit dem jungen Mann. Schaut sich das Fahrradproblem an. Ist das in der Wolle noch wieder? Oder warum ist er so? Also massiv. Nee, das ist so ganz gut ausgelöst. Das ist unbewusst ganz stark. Also weder er noch ich. Jetzt hab ich euch hier unten, da bin ich hier. Weißt du, das ist wie so ein Zauberstein. Ich komme in die Nähe und der fing an zu glühen. Das ist voll eine Dynamik. Er hat dann seinen Scheiß erlebt als Kind und die ganze weitere Zeit. Und ich scheine zumindest so heil und so glücklich und so fröhlich und so alles ist toll und bla bla bei mir, weißt du? Und das konfrontiert ihn sozusagen mit seinem Elend ganz bitterbös. Und dann geht es so nach hinten los. So ist die Dynamik. Da können wir beide nichts dafür. Der ist noch offen. Ist Dennis noch da? Vorne noch die Nummer drauf. Sieht scheiße aus. Klar, wie alles. Okay. Er denkt immer nur schlechte, immer nur schlechte. So, Gegenverkehr. Oh, Spur. Ich bin schwach. Ja, knapp da vorne halten. Wieder steckt das irgendwo fest. Ja, ich hab ihn ja nicht gefunden, mein Kollege hat mich gefunden. Ich hab auch eins dann erwähnt und dann zeigt es mir nicht. Fantastisch, wunderbar. Das kostet natürlich nochmal extra, weil du kannst deinen Schluss behalten, aber ich hab dir Hilfe gespart. Nochmal 20 Euro dafür für die Schlüsselfinder. Ja, sonst wäre noch 2 Sicherheitsschlüssel. Stell dir mal vor, ich hab 200 gesagt, aber heute ist Montag mal 180. Es ist Montag. Deswegen siehst du jetzt, was ich auf der Scheibe sehe. Dann gibt's noch einmal hier. Hast du den hältst du dicht? Ja, das ist doch schon mal. Also, jedenfalls, die provisorische Kurzleitung, die ich dir gebaut habe, hält jetzt nicht. So, dann machen wir den Rest auch spitz. Ja, ich habe gerade mal vorbeigekickt, aber da hast du natürlich schon hier, deswegen bin ich wieder abgehauen. Propaganda-Plakat gemeint. Naja. Ja, also das kannst du überall, es ist egal, wofür man da noch was wertvoll weiß ich nicht. Ja. Was der Grund für diese in the Middle of Nowhere-Siedlung in dem Fall nur ist, das meine ich dann, kann ich sagen. In anderen Fällen. Ich war ja zweimal in Wochuda, einmal im Winter und dann nochmal im September. Da ist es klar, hier ist ein Kohlenschacht, da bauen wir eine hohe Siedlung hin. Dann war der Schacht auf, weil ausgebeutet, hohe Siedlung verfällt. Ja, ja. Jukschor. Jukschor ist, bitte? Das ist wie im Regenwald, nur nicht so baumig. Höchste Vegetation ist ungefähr so hoch. Ja. Ja. Also, ich habe den Abstellwelt gesehen, ich habe an ihm gerochen. Ich habe ihn sogar 360 Grad fotografiert. No. Das so viel in Jukschor gibt es einen Hügel. Auf diesem Hügel habe ich gestanden und einmal um mich herum fotografiert. Ja, toll. Das ist dann wunderbar. Sozusagen das Highlight dieser Hügel. Das Highlight an dem Tag war, dass irgendwo ein Misthaufen gebrannt hat, dann kam die Feuerwehr. Boah, nur die am Alarmzaun standen, also die 20, die genau wurden, dann haben die gekriegt. Aber da passiert ja auch was, Mensch. Da steppt der Bier im Kettner. Da hat endlich mal was passiert. Hat auch ein Papi, ja, das mit der Maria ist ein paar Jahre her. Welchen ist, der nicht, sicherlich nicht von Ronald ist, ein der sehr ist ja ein halbfiebel Kino. Da wollte er denn doch mal wissen, wer nicht sein Papi ist. Zumal die eine davon... Herr Wille? Tut mir so leid, ich habe es nicht geschafft, das zu holen und dann waren wir im Urlaub. Ja, ach toll, schön, dass ich euren Urlaub versüßen konnte, indem ich aufs Rad aufpasse. Oh. Ja. Er liebt so Dauer für ein Quartier. Ja. Tip, 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 tip.
Nee, im Sinn. Dennis? Wir haben uns ja fröhlich die Flosse gereicht. Ganz kurz, warst du dabei, als ich das angenommen habe? Den Schrotthaufen? Die Bremse ist so und so was neu zu machen hinten. Den Schrotthaufen? Ja, komplett neu. 18 Euro kostet das. Ach genau, weil ich mich ja eigentlich weigern wollte, komplett überhaupt zu machen, weil hier alles kaputt ist. Danke, Dennis. Danke, das hat mir gefehlt. Ach ja, hier. Ja, stimmt. Ja, genau. Jetzt kommt's. Nein, das hättest du auch gleich selber festgestellt. Nee, eben nicht, weil ich habe aufs Rad geguckt und sage, soll ich das jetzt machen? Soll ich das jetzt machen? Nein, ja, okay. Ja. Das hier ist ja alles kaputt. Alles. Ja. Jetzt weiß ich, das kaputt ist. Das ist kaputt. Jack Wire. Jack Wire. Jack Wire. I'm a Hey, Kamer, nur Jack Wire. Habt ihr die beiden Gabeln noch von dem Kuchen oben irgendwo hingeschleppt? Weil oben liegt nur noch eine. Ich habe keine Gabel angefasst. Ich habe ja gar keinen Kuchen gegessen. Ja, also die weg war. Ja, dann sieht das ein bisschen zu eng. Der steigert sich da ein bisschen rein. Das ist das, was ich meine, weil ich immer nicht so verstehen kann bei den Leuten, dass sie das so. Naja. Du bist halt anstrengend, ja. Du bist anstrengend. Du bist für viele anstrengend. Das ist klar. Damit muss man umgehen können. Meine Mutter ist früh gestorben, ja. Du musst anstrengend sein. Die halt auch nicht. Jetzt. Dennis! Was hältst du von Mika? Ist der anstrengend? Oh, 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 Monsieur. Dennis hat zu wenig Kontakt mit mir. Nee, der kennt dich auch. Da reicht eine Sekunde und man kotzt, wa? Je ne sais rien. Der Mika ist anstrengend, wa? Mika? Ja, weiß ich nicht. Wie kontrolliert er mal fleißig seinen Rektalmuskel, wenn er so da steht? Das stimmt, der streckt den immer so aus, den Kick. Ja. Was ist das hier? Das ist nicht Schrott, oder? Man, lass doch mal meine Sachen liegen. Nee. Das ist doch nicht alles Schrott. Dann willst du ja auch nicht kaufen. Doch, doch, ich denke demnächst, weil mir gibt es dieses Projekt für die Mama. Die will halt so ein schönes. Hat ein Lotto-Gewinn angestrebt. Und nein, das ist jetzt ein Spiel. Okay, für dich ein Fuffi, der Raum. Ja, okay. Ja, genau. Ah, okay, weil. Dann musst du jetzt nicht rumheulen. Aber dann sag mir Bescheid, ob ja oder nein, weil ich habe den heute gerade bei dieser Kamera fotografiert, weil ich den eigentlich einstellen wollte. Sie schreibt ja. Okay, dann ein Profi. Aber wir haben gerade in Bayern eingekauft. Wir haben gerade in Bayern den Zielo-Rahmen. Also ja. Jetzt hast du zwei Rahmen, da muss ich es nochmal sagen. Jetzt hast du zwei Rahmen. Ich denke deswegen dein Hinterrad wieder ausbauen muss. Das ist ja ärgerlich. Genau, vor allem Hinterrad, ja. Exitus. Hätte noch jemand eine Rede irgendwie zum Begräbnis? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Er ist der Seepriester. Kannst du mal, der Seegeistliche, kannst du mal den Rahmen absegnen, gut? Ja, das letzte Geleit geben? Wie die letzte Ölung. Die letzte Ölung. Also. So. Liebe Zaubergemeinde, wir sind hier zusammengekommen oder haben uns hier zusammengefunden, um. BBF Rad auf diesem langen, beschwerlichen Weg, den es zum Tode gefunden hat, zu verabschieden. Gern erinnern wir uns an die schönen Momente, die wir mit ihm erlebt haben. Der Sattel war so, toll. Ja. Und der Höhle. Damals an der roten Ampel, als wir verblasen wurden mit einer Simson, ein Krause-Duo und. Krause-Duo? Ja. Legen die heute noch auf? Zur Beerdigung. Ja. Cool, jetzt! Ich komme ja extra deswegen. Ich bin in extra schwarz gekleidet heute. Ich auch, guck mal hier. Amen. Oh, das passt ja auch, ja. Wir müssten eigentlich. Sehr schön, sehr schön gemacht. Wunderbar. Also, die Absolution erteilt. So gehen wir den Essen jetzt. Genau, was für der Leichenschmaus. Oh Mann, ey. Es gibt doch hier vorne nichts. Nein, jetzt habe ich es zurück. Die Frage der. Das ist genau der Bestatter. Nee, das muss eigentlich der Angehörige. Das kann man. Was? Also so viel dran müssen wir alles nutzen. Ja, die Garten auch dafür. Ja. Also, worum geht's denn hier? Was ist aber das ist ja Reichenflederei, du. Den, Nein, ich will ja, deswegen wollte ich es auch nicht mal zeigen, aber praktisch, ob es nicht irgendwie eine kleine Ablösesumme gibt, weil der Gepäckträger ist eigentlich 15 Euro. Ja. Aber abschrauben kostet 60. So, der Sattel, den will er natürlich nicht. Nee, gerne kann er sich abschrauben, wenn er da noch was will, soll er noch vorbeikommen. Ja, nö, ihn interessiert es nicht. Ja, nimm doch, die kleine kannst du nehmen, ja. Die kleine ist doch super. Nee, eigentlich nicht mehr, deswegen kann er den haben. So, 9:54. Schöne Trauerfeier haben wir auch gehabt. Herrlich, wunderbar, danke Dennis für ja, bitte, diese. Sehr gerne. Für diese.
einfühlsamen Worte. Sauerstoff im Kopf, sonst wäre mit Sicherheit noch besser gewesen. Oder überhaupt was geworden. War schon okay, ich glaube, für so ein BBF-Rad. So ein schönes Begräbnis hat ein BBF-Rad noch nie. Wahrscheinlich nicht. Haben wir? Gazelle. Wieder ein alter Bekannter, wieder eine Gazelle. Feuerauftrag, sagt er. Folgeauftrag. Ein Folgeschaden. Wir haben ja hier hinten gewechselt, den Schlauch. Auf eigenen Wunsch nur den Schlauch, nicht den Reifen. Obwohl der total porös ist. Ja, jetzt kommen wir an, die Bremse geht nicht mehr. Die Bremse ist gerissen. So, das ist ja kein Folgeschaden, das ist auch ein Schaden. Das kann ja mal passieren, ne? Muss man halt einen neuen Zug einbauen. Ja, und das mache ich jetzt. Jetzt baue ich einen neuen Zug ein. Es gibt einfach keine. Marktwert 500. Ja, ja, guck mal, genau. Du hast dich entweder mit dem abzufinden, was das gegen die hauen oder auch ein bisschen. So, jetzt noch ein Endkäppchen ruf und dann haben wir wieder nochmal drei fertig hier. Zack. Oh, Entschuldigung, zack. Next! So, Hinterrad. Spalte gerissen. Oh, das ist aber nett. Das ist aber nett. Ich habe ja durch Zufall mal festgestellt, es gibt hier sowas, das nennt sich BAS-TV und eigentlich ist es früher anders, jetzt heißt es SEK. Wahrscheinlich heißt es sein Einsatzkommando und das ist auch ein Baumpfleger. Also ich habe ja leider überhaupt nicht gewusst, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Baumfäller und Pfleger, die ihre Arbeit und auch wirklich tatsächlich gute Arbeit ins Netz stellen. Ja, klar. Na, aber ja, die wusst du. Und ja, Sena, der ist hier oben im Norden von Berlin. Und ja, eigentlich ganz sympathisch, nur ganz jung. Jung ist er, jung. Ich glaube 30, 35 oder so. Mhm. Ja. Und der interagiert auch mit seinen Fans. Das hat mich gewundert. Also, ich hab das ja bei dir so für eine einmalige Sache erhalten, war. Aber. Ja, ich war ganz gut. Schön, dass ich nicht hier. Nein, also ja, ich bin mal jetzt richtig. Nee, ich hätte nicht gedacht, dass es da noch andere gibt, die so verfahren wie du. Naja, so viele sind es ja auch nicht. Nee, also eher, da habe ich mich, Ja, und wie gesagt, auch sehr, ja doch, sehr kompetent, würde ich mal meinen. Danke, das nehme ich mal auch als Kompliment. Achso, der Thomas ist natürlich auch sehr kompetent. Also nicht nur kompetent, auch kompetent. Der Thomas ist sehr kompetent. Also wenn ich nicht wüsste, wo ich mein Fahrrad sonst hinbringen würde, ich würde es selber reparieren oder hierher. Ja. Bleibt mir nicht dann übrig in Berlin. Umgebung. Bleibt dem ja nicht weiter übrig. Ach, ist das schlecht hier. Die sind alle hin. Sind denn Zink? Wer zingert denn Zink? Ja, die kannst du nur drehen, bedingt. Ja, sonst. Und dann klatschen sie weg. Erstmal einrechnen. Ja, kann man die alle nachziehen? Oder? Na, die will ich jetzt erstmal lockern müssen. Alle. Mit dem? Was gibt's denn? Also, der Herr kriegt eine Fritzbrause.
Nee. Muss jetzt los. Schade, dass du nur so kurz da warst. Aber ich meine, du sitzt jetzt da, jetzt merkst du mal gerade. Und hast ja keine Zeit gehabt. Nee, so richtig viel. Aber ich bin doch, seitdem ich hier bin ich hier von Leuten umlagert worden. Eben, Leute. Und die kann man mich zurückhalten. Ja. Naja, egal. Prost, schön, dass du da warst, Dennis. Prost. Komm doch mal wieder, um meine Patienten zu versorgen. Prost. Auf Dennis, Prost. Prost. Hast du jetzt gar nichts zu trinken? Ja, der macht ja nichts. Kein Problem. Ja, ich habe das erste Mal geduscht in meinem Haus. Ach, alles ganz toll. Ach, und meine Wohnung brennt nicht. Nee, es war kalte Dusche. Okay. Und zwar habe ich die Klospülung bedient. Woraufhin das Pumpwerk angefangen hat zu arbeiten. Unfreiwillig zu duschen hast du. Und dann macht es plump und tschuff. Ah, ich dachte, du hast echt geduscht. Ne? Mann, Hans, Alter, das ist ja wirklich schön. Dein Haus steckt voller. Super. Voller Überraschung. Ehrlich, wunderbar. Nom. Also mit anderen Worten, Rückschau gab's da. Ein nur zaghaft zugedrehte Schlauchstelle. Nee, bleib sitzen, bitte. Bleib sitzen. Nimm mal auf den Schoß hier. Ja, und ich greife dann rein. Ist einfacher, als wenn ich sie hinhalte. Außerdem muss ich sie nicht festhalten. Hau rein. Das ist furchtbar mit den Dingern. Ich habe vorhin schon gesehen. Die sind besser als die anderen. Wissen Sie, was die anderen waren? Die anderen waren andere Matte. Und die sind jetzt schön fest. Wieder, und das läuft relativ gerade. Das ist auf vier Punkte. Was nimmst du dafür, Thomas? Dafür 26 Euro. Für die ganze Aktion. Ja. Mit Speiche. Die Speiche 1 Euro, 25 Euro die Euro. Das bin ich. Naja, deswegen. Das finde ich auch, ja. Das ist günstig. Das ist günstig. Aber ich bin in Neukölln, wo sie alle Tränen Augen haben, wenn das Fahrrad nur einen platten Reifen hat. Ja. Wenn ich hier meine Preise erhöhe, dann kommt kein Schwein mehr. Ja. Das ist so. Wenn keiner kommt, kann ich meine Mieter nicht bezahlen, ja. Meine Mieten, ja. Nee. Und meine Kinder erst recht nicht ernähren. Ja. Und deswegen, also, deswegen muss ich mich leider Gottes so blöd, dieser Arschstelle ständig mehr Geld. So wie blöd wie das klingt, muss ich mich drauf die Leute halt. Es ist ja kontraproduktiv. Ich könnte den Preis erhöhen, dann wäre ja alle die Hut. Aber dann kommt ja keiner. Lieber woanders hingehen und mehr Geld ausgeben. Ja, naja, weil sie müssen ja wieder den Stolz nicht haben, ja. Um zurückzukommen, zu sagen, Mensch, das ist das Schlimme. Naja, also. Obwohl, die gucken ja alle nur noch, ich meine, oben stehen die Leute, guck mal, hier ist ein Fahrradladen. Ja, das ist ja nun nicht, ist ja auch so, wissen die Leute, die kommen hierher und sagen, gibt es ja schon die, naja, okay, dann probier was mal selbst. So, dann hebst du dir den Schlauch. Das nächste Mal, wenn du nach oben guckst, stehen sie nach dem Handy und gucken ins Handy. Ich meine, das macht es YouTube-Video. Ohne Scheiß, das ist jetzt so. Habe ich schon mehrfach gesehen, jetzt, dass hier oben steht. Also, sag mal, ich habe ein Fahrradladen. Ich bin ein Humanoid. Ihr könnt mich doch ansprechen. Also, ich krieg die Krise bei sowas. Deswegen mache ich den Kack. Da, den Kack da. Guckt euch aber hier, bei mir sind es 11-Stunden-Videos. Die können sich dann mal durchscrollen und gucken, wo der Reifenwechsel ist. Ich sag mal, eine ganze Weile lang auch hier so. Habe ich auch, aber ich habe nie Videos gemacht, weil ich ja immer gesagt. So macht man es richtig, oder so diese Lehrvideo-Art. Ja. Das habe ich ja nie gemacht. Ja. Ich habe zwar gezeigt, wie man Schlauch wechselt. Jetzt gestern vorher wieder kurz drin gelassen. Die Schlauch wechselt. Der eine meint, also, wenn Schlauch wechselt so schnell geht, fragt er sich, warum die Leute das nicht selber machen. Naja. Schon, aber ich mache keine speziellen Lehrvideos. Ja. Wollte ich eigentlich heute schon mit meinem Führerschein anfangen, fällt mir gerade ein. Aber ich habe mich entschlossen, hierher zu kommen. Ja! Ey, hör auf, Dennis, ey. Ja, tatsächlich. Langer Rede, kurzer Sinn, du bist von dem Starter erzählt. Dann habe ich, hab ich das Auto mal draußen auf dem Parkplatz abgestellt. Moment, immer abgestellt. Das stand jetzt in der Senke da unten. Nein, ach, das hat ja dann funktioniert. Also ich bin dann hingefahren, mal nachts und habe mir, wahrscheinlich Bier geholt und habe das Fahrrad hinten eingeladen. Und da wusste ich ja nicht, dass das der Magnetschalter ist. Und dann gestartet, funktionierte ja, als er abgekühlt war. Ach so, siehst du, das wollte ich nie wissen. Das ist also ein Fehler, der nicht regelmäßig auftritt. Ja, aber es ist ja wie gesagt der Magnetschalter. Sondern wenn er warm ist. Von der Zündung, ja. Und das wusste ich ja vorher nicht. Hau rein. Hans, tschüss zum nächsten Mal, ja? Ciao. Schön, dich wieder gesehen zu haben. Gleichfalls. Komm öfter. Ja. So. Dank. Blom.
Schon wieder eine leere Flasche. So, wie ist nochmal das aufgehende Licht? Rasiert. Wie? Rasiert. Ach, rasiert. Rasiert. Der hat ja gegeben, ja, aber in zwei Minuten voll. Ach ja. So. Ich traue mich ja gar nicht in meine Hütte. Wieso? Was erwartet ich da? Ich fürchte, dass ich wieder wurde 14. So, jetzt. Nein, mal rein. 11 Stunden 12. Oh. Tschüss. Ciao.